Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Stimme weg. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ob dieser Adventskalender mir jetzt dieses Mal die Stimme verschlagen lässt, oh Gott, das war jetzt gerade so richtig, Situation ist, egal. Oder nicht, das schauen wir jetzt einfach mal, denn hier haben wir jetzt heute mal den ASOS Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 110 Euro kostet er dieses Jahr. Das ist ganz schön teuer, oder? Also der ist schon, der steigt immer mehr im Preis. Ich weiß noch, irgendwie damals war der um 60, 70 Euro. War immer richtig, richtig krass vom Wert her, vom Inhalt her. Und wir schauen einfach mal, was er dieses Jahr zu bieten hat. Super kunterbunt kommt er auf jeden Fall um die Ecke. Er ist wundervollerweise wiederverwendbar, was ich toll finde, auch wenn wir hier dick und fett ASOS draufstehen haben. Aber wir haben Boxen und das feiere ich. Ich starte einfach mal mit der sehr, sehr kleinen Nummer 1. Ist übrigens aktuell auch wieder verfügbar, ne? Schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch das reingesetzt. Wow, hatten wir, glaube ich, schon mal drin, aber in viel größer. Von Iconic London Illuminator. Das ist dieses original, mega krasse Produkt. Sage und schreibe 2,8 Milliliter, aber gut, du kommst da relativ lange mit hin. Das ist ein Liquid Highlighter. Der ist für mich ein bisschen zu dunkel, aber das ist ein sehr, sehr bekanntes und beliebtes Produkt von Iconic London, ne? Weiter geht die wilde Weihnachtsreise am 2. Dezember. Ich weiß auch nicht, ich habe einen Clown gefrühstückt, es tut mir leid. Oh nö, haben die Box so zugemacht, dass man die nicht aufmachen kann? So viel zur Wiederverwendbarkeit, das ist jetzt aber blöd, oder? Oh, hier haben wir was drin von Eborian, Korean Skin Therapy, 17 super Inhaltsstoffe sollen da drin sein, ein Multi-Perfecting Night Oil, 10 Milliliter sind hier drin, ja, Nachtpflege kann ich sehr gut gebrauchen, es ist wie so ein Serum dann zu verwenden, ne? Ist ein bisschen dickflüssiger, kannst du dir auch super mit so einem Gua Sha Stein einarbeiten, den wir alle irgendwie gefühlt zu Hause haben. Und Eborian ist auch eine ganz tolle Marke, mag ich sehr gerne leiden. Und hier einfach mal so ein Nachtöl drin, finde ich schön. Doch, auch in so einer Pipettenflasche. Ist das Plastik? Ja, das ist Plastik und kein Glas. Selbstverständlich auch mit dabei ist die sehr, sehr schwere Nummer 3. Och, haben die das jetzt bei allen Boxen gemacht? Wie blöd, oder? Das finde ich kacke. Rituals haben wir am Start. The Ritual of Ayurveda Rejuvenating Body Scrub mit Punja Pink Salt und Süßmandel. 125 Gramm. Das finde ich toll. Ich mag sehr, sehr gerne Salz- und Zuckerpeelings. Und das ist ein ganz, ganz toller Duft. Also Ayurveda ist eine mega schöne Reihe. Und ich glaube, auch viele mögen das sehr gerne. Riecht man gar nicht durch, weil das noch richtig verschlossen ist, ne? Aber schön, dass wir hier auch ein Salzpeeling drin haben. Das schrubbelt so schön. Hier haben wir die Nummer 4. Das ist wieder eine normale Box. Ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Marlene and Götz Lip Moisturizer. Ja, Lippenpflege können wir auch gut gebrauchen. 10 Milliliter sind hier drin. Und ja, kalte Jahreszeit, ne? Schön Pflege, Feuchtigkeit für Gesicht, Körper, Haare. Das ist super wichtig tatsächlich und deswegen ist es schön. Einen Tag vor Nikolaus haben wir hier den 5. Dezember. Wenn man es vorsichtig macht, kriegt man die aber nicht kaputt. Das ist gut. Ein Scrunchie versteckt sich hier drin von Invisibobble. Das habe ich, glaube ich, sogar schon da. Style Icon. Draußen geht die Welt unter. Wow. Ja, schaut einmal so aus. Kann man sich halt einfach als normales Scrunchie dran machen, also als normales Haargummi. Oder du machst dir halt irgendwie einen Bommel und machst es dann nochmal drumrum. Dann sieht es ein bisschen süßer aus. Ja, komm, ist okay. Wir haben hier ein Scrunchie mit dabei. Ist jetzt auch okay, ne? Ist irgendwie aber auch so ein bisschen Füllproduktcharakter. Ja. Hui, die Nummer 6 ist ganz schön groß und schwer. Nikolaus haben wir hier am Start. Ein sehr großes Produkt ist hier drin enthalten von Caudalie Vino Pure. Das ist ein Purifying Gel Cleanser mit Salicylsäure, essentiellen Ölen und Traubenwasser. 150 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Kann man super verwenden als zweiten Schritt vom Double Cleansing. Ein bisschen muss man aufpassen wegen der Salicylsäure, wenn man jetzt... ich sag mal, so wie ich, etwas sensiblere Haut hat, würde ich das jetzt nicht jeden Tag verwenden, ne? Und am nächsten Tag tatsächlich dick und fett Lichtschutzfaktor auftragen. Und ich würde den auch nicht morgens verwenden. Aber ne, das ist halt auch immer so eine Frage, wie robust ist so eine Haut. Schauen wir mal, was wir in der Nummer 7 finden dürfen.
Sachuan Hair Repair Treatment. 30 ml habe ich hier drin enthalten. 5 bis 10 Minuten lässt es drauf. Das wird wie so eine Haarkur dann sein. Ne? Ja, auch wieder ein bisschen was für die Haare. Da sind wir jetzt wieder am Start. Aber ich finde es okay. Also wir haben bei ASOS auch normalerweise einen wirklich bunten Mix. Und da doppeln sich die Produkte eigentlich auch nicht allzu sehr, sodass man da halt auch einfach ja, so einen bunten Blumenstrauß bekommt. Denn bei ASOS finden wir halt nicht nur Kleidung, sondern tatsächlich auch super viel Beauty, wie wir auch anhand des Beauty-Adventskalenders hier sehen können. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Und ich bestelle mir auch super gerne bei ASOS Beauty-Produkte, die es so noch gar nicht in Deutschland gibt. Denn die sind dann tatsächlich bei ASOS schon etwas eher verfügbar. Eine Kerze habe ich hier drin. Die hatte ich jetzt letztens auch in einem anderen Adventskalender. Aber ich weiß nicht, ob das auch genau die gleiche gleiche Geruchsrichtung war. Von Neom Organics London Bedtime Hero mit Kamille, Ylang Ylang und Zedernholz. Send to Sleep würde ich jetzt nicht anlassen, während ich schlafen gehe. 75 Gramm sind hier drin enthalten. Also eine schöne, schöne Kerze. Riecht auch echt angenehm und das ist eine ja, tolle Sache so zur Weihnachtszeit. Da habe ich auch immer gerne Kerzen an. Über irgendwas Leichtes dürfen wir uns jetzt in der Nummer 9 freuen. Oh, Sunday Riley, Leute. Das ist eine sehr hochpreisige Marke. Good Jeans, Glycolic Acid Treatment. Ja, Glykolsäure ist AHA, ne? Das müsste dann Fruchtsäure sein. Ja, das macht die Haut dann etwas strahlender und soll auch Sonnenschäden reparieren. 5 ml haben wir hier drin. Das ist wenig, aber Sunday Riley, Leute, ist wirklich teuer. Dementsprechend ist es okay. Das trägst du auch nur punktuell auf, weil es ist ja auch wieder dann halt ne, Säure. Und auch das würde ich euch empfehlen, abends zu verwenden. Auch in der Nummer 10 darf es mit irgendwas Leichtem weitergehen. Ein Pinsel von Elf. Jo. Ein Blush Brush. Ich mag Pinsel. Pinsel in Adventskalender finde ich toll. Vor allem, wenn wir jetzt hier gegebenenfalls sogar noch einen Blush drin hätten, wäre das ja richtig gut. Das würde ich hart feiern. Die erste Schnapszahl ist der 11. Dezember. Ja, da ist etwas von Cetaphil drin enthalten. Eine Moisturizing Lotion for Normal to Dry Sensitive Skin. Und das soll die Haut für 48 Stunden schützen. 29 ml sind hier drin enthalten. Also wirklich was für Sensibelchen. Also für mich zum Beispiel oder für meine Mom. Und das finde ich gut. Das mag ich. Auch ein bisschen Bodycare darf nicht fehlen. Ne? Also wir hatten auch tatsächlich noch nicht zum Körper eincremen. Und ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr, sehr bunt gemischt. Ne? Ich vermisse jetzt noch ein bisschen dekorative Kosmetik, auch wenn wir jetzt gerade den Pinsel drin hatten. Aber ich will mehr Schminke sehen. Haben wir 24 oder 25 Kläppchen? Das weiß ich gar nicht. Hier habe ich jetzt den 12. Dezember. Vielleicht die Halbzeit. Hier sehe ich Philip Kingsley, der Elasticizer. Das ist auch so ein Klassiker. Deep Conditioning Treatment mit 40 ml. Das ist ein Produkt, was ich verwenden würde, so nachdem ich, also quasi als Maske. Ne? Das verwende ich im Prinzip, also erst Shampoo, dann Haarmaske und dann Conditioner. Das ist so ein bisschen so meine Reihenfolge, die ich irgendwann mal gehört habe, was gut ist. Du sollst es tatsächlich für 10 bis 20 Minuten, je länger, desto besser, in den Haaren lassen. Das ist natürlich krass, ne? Du brauchst ein bisschen Zeit für. Wobei, wenn du in der Wanne liegst, dann hast du auf jeden Fall Zeit dafür, glaube ich, oder? Die Nummer 13. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Also erfüll meine Hoffnung und beinhalte bitte dekorative Kosmetik. Es ist eine Tube von Dr. Barbara Sturm. Okay, die zweite Gesichtscreme haben wir jetzt hier, ne? Oder? Hatten wir eben schon eine Gesichtscreme? Nee, Tatsache. Das ist unsere erste Gesichtscreme. Ich bin ja begeistert. Ja, genau. Eine Gesichtscreme mit 20 ml. In Amerika ist Dr. Barbara Sturm super beliebt. Deswegen macht es durchaus Sinn, sowas dann auch hier mit reinzupacken. Ich finde die Pflege von denen auch okay, aber es haut mich jetzt nicht so von der Sorgen. Ich bleibe dann tatsächlich bei meinen Verdächtigen, wie zum Beispiel Dalton, wo ihr mit Presale Claudi auf den Adventskalender auch 20% Rabatt bekommen könnt. Ja, ne, aber also ich finde die Pflege okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das würde ich mir jetzt so aktiv selber kaufen. Der 14. Dezember. Ich glaube, hier haben wir auch keine dekorative Kosmetik drin. Oder vielleicht doch Revolution. Ja, das wird dort tatsächlich auch geführt. Und es ist ein Glaze Lip Oil, finde ich richtig toll. Mit Kirschsamenöl, Hyaluronsäure. Ja. Finde ich gut. Glam Pink ist die Farbbezeichnung. 4,6 ml. Dürften auch eine Full Size sein. Und das hat auch so eine leichte Tintgeschichte mit dabei. Aber nicht so wirklich intensiv. Ne? Das ist halt einfach ein bisschen glossy, ein bisschen oily. Also im Prinzip ist ein Lip Oil ja auch so ein Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenpflege. Deswegen voll gut, dass es hier mit drin ist. Wir hatten zwar schon Lippenpflege, aber wie gesagt, das ist ja ein Zwischending. Ne? Das ist so ein bisschen drumherum gemogelt.
Die Nummer 15 schließt die oberste Etage ab. Und da haben wir auch eine Marke drin, die wir immer in diesen Adventskalendern eigentlich finden. Ren Clean Skin Care Brightening Dark Circle Eye Cream. Sehr cool. 5 Milliliter. Für eine Augencreme ist es auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also finde ich okay. Und es fühlt sich aber schwerer als 5 Milliliter an. Das wird sicherlich irgendwie in Glas oder so sein. Mal gucken. Ja, Glas. Und dann hast du sogar einen Aludeckel darüber. Ist schon krass. Ne? Kannst du dich eigentlich so nicht beschweren. Finde ich ganz hübsch gemacht. Und jetzt ja, haben wir die obere Etage abgeschlossen. Jetzt hoffe ich, dass die untere Etage uns so ein paar mehr richtig bekannte Marken bringt, oder? So MAC und so. Wäre schon cool. NARS. Too Faced wäre auch ganz nice da drin. Ja, ja. Man darf ja noch Wünsche und Hoffnungen haben. Öffnen wir einfach mal die unterste Schublade und lassen uns überraschen, was der Adventskalender jetzt für uns bereithält. So, ich starte hier mit dem 16. Dezember. So, kenne ich nicht. Interessant. The Good Habit Hybridöl. Ein Haaröl haben wir hier drin. Okay, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, ne? Gerade, also 50 Milliliter sind hier drin. Gerade wenn man halt in der kalten Jahreszeit so trockene Längen hat, trockene Spitzen hat, trockene Haare generell. Ran damit. Ist eine gute Sache. So, 17 ist jetzt eine Woche vor Heiligabend. Und ich sehe gerade, nee, wir haben 24 Kläppchen. Und die Nummer 17 ist echt riesig, ne? The Ordinary darf auch nicht fehlen. Natural Moisturizing Factors and HA, das ist Hyaluronsäure, ne? Das gibt Feuchtigkeit. 30 Milliliter sind hier drin mit Aminosäuren. Und das dürfte auch eine Creme sein, ne? Schaut einmal so aus und das dürfte dann auch tatsächlich nicht nur eine Creme, sondern auch eine Full Size sein. Von The Ordinary war die Foundation ja auch mal mega gehypt. Irgendwann hat sie sich bei mir in Wohlgefallen aufgelöst, aber ich mochte sie eigentlich schon. War okay, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wir sind jetzt hier am 18. Dezember und nach wie vor möchte ich mehr dekorative Kosmetik haben. Ich weiß noch, wir hatten damals so krasse Produkte immer da drin, ne? Ich meine, ja, wir haben hier geile Marken und so, aber irgendwie, ich will mehr. Das ist auch ein alter Bekannter, den gibt es auch immer wieder in dem Adventskalender von This Works, das Deep Sleep Pillow Spray. Und es sind 10 Milliliter drin enthalten. Verwende ich auch ganz, ganz gerne. Das wehrt Mücken, Motten und Spinnen ab. Du kannst generell durch den Lavendelduft ein bisschen besser einschlafen. Und deswegen finde ich das einfach großartig. Also sowas mache ich gerne bei uns auf die Kissen drauf. Und jetzt, wo du weißt, dass es Spinnen abwehrt, wirst du es wahrscheinlich auch haben wollen. Dann habe ich die Nummer 19. First Aid Beauty, die Ultra Repair Cream. Okay, das ist jetzt unsere dritte Gesichtscreme. Auch für sensitive Haut geeignet, soll Feuchtigkeit spenden. Und hier haben wir 28,3 Gramm drin. Ja, ne, also auch die Marke finden wir hier immer in dem Adventskalender. Aber komm, das ist jetzt wirklich sehr schnell hintereinander drei Gesichtscremes. Weiß nicht. Also da sollen die jetzt mal ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Vielleicht auch gerne dekorative Kosmetik. Ich weiß, ich nerve, ne? Ja, aber das ist halt so das, wo ich auch am meisten immer bei ASOS tatsächlich gucke. Ich habe jetzt hier den Endspurtbeginn, die Nummer 20. Grown Alchemist, eine Handcreme. Darf nicht fehlen. Hatten wir auch noch nicht drin, glaube ich, ne? Eine Handcreme? Nee, macht durchaus Sinn, weil ich finde einfach auch so in der Weihnachtszeit sind die Hände noch strapazierter als sonst schon und Grown Alchemist ist halt super teuer auch. 65 Milliliter sind hier drin enthalten. Würde ich mir so eine Handcreme zu so einem Preis tatsächlich kaufen? Glaube ich nicht. Aber ich freue mich drüber, wenn ich sowas in einer Box drin habe, ne? Schaut einmal so aus und ich meine, dass die auch richtig gute Rezensionen hat, dass das auch ein sehr beliebtes Produkt sein wird. So, Nummer 21 habe ich jetzt hier. Die ist richtig schön leicht. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Ihr wisst, ne, was ich mir jetzt wünsche. Es ist Elemis. Auch das ist etwas, das hatten wir, glaube ich, sogar schon mal in der Full Size hier in dem Adventskalender drin, Leute. Ja gut, es wird alles teurer, ne? Die Pro Collagen Marine Cream Anti Wrinkle Hydrating Day Cream. 15 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ja, ist eine feine Kiste. Kannst du nicht anders sagen. Elemis mag ich auch ganz gerne tatsächlich. Huch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen maritime Kosmetik. Also hat was von Dalton ja auch in dem Sinne. Aber ja, ihr wisst, wofür mein Herz schlägt tatsächlich. Aber ich habe da schon einiges von ausprobiert. Auch die Cleansing Balms, da bin ich eher bei Yepoda tatsächlich. Ja, aber schöne Produkte, definitiv. Meine Haut verträgt es auch sehr gut. Der 22. Dezember. Ich sehe was Pinkes. Fix Plus. Stay Over Alcohol Free. Ja, hallo dekorative Kosmetik. Stay Over Alcohol Free Long Lasting Setting Spray. Da sind 30 Milliliter von drin. Das ist doch schön. Ein Mini-Mac, ne?
Da beschwert man sich doch nicht. Und so ein Fix Plus verwende ich auch ganz gerne, um mein Gesicht wirklich zu setten. Das heißt, wenn ich meine cremigen Texturen aufgetragen habe, gebe ich mir das nochmal drüber, damit alles ein bisschen mehr mit der Haut und miteinander so sich verbindet. Und dann pudere ich ab und dann kommt das auch gerne nochmal so zwischendurch drüber. Und wenn ich das Ganze dann wirklich fixieren möchte, nämlich das haltbarer machen, was dann in meinem Gesicht ist, verwende ich dann ein Fixing Spray. Und das hier ist dann halt ein Setting Spray, ne? Sodass alles sich schön verbindet. Eine ganz andere Verpackung. Finde ich ganz interessant, muss ich sagen. Jo. Ohne Alkohol ist es auch noch. Das ist, glaube ich, auch für manche sehr interessant. Wusste ich auch gar nicht, oder? Es scheint eine extra Reihe davon zu sein. So viel Hoffnung auf dekorative Kosmetik hat man jetzt ja so nicht mehr. Die Nummer 23 habe ich jetzt hier. Aber da werden jetzt Pflege reinpacken. Oh, aber schön. Huch. Von Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream. Die mögen wir ja, glaube ich, vom Duft her viele von uns. Ne? Das ist diese Infused with All Powerful Guarana Extract. 25 ml sind in diesem kleinen Pöttchen. Aber das hat seinen Wert und es riecht unglaublich gut. Ich habe heute Morgen auch aus einem anderen Adventskalender auch so ein Sol de Janeiro Spray in meine Haare gegeben. Das riecht so gut hier. Das hat auch so ein bisschen was mit, was ist da, dieses Pistazie ist da mit drin. Oh, so geil. Also ja, genau. Und das haben wir jetzt in der 23. Das heißt, vor Heiligabend kann man sich nochmal schön eincremen und ist dann wie eine wundervoll gepflegte Göttin unterm Weihnachtsbaum gefühlt. Und jetzt bin ich gespannt, was wir dann zu Heiligabend erwarten dürfen. Darunter verbirgt sich eine 25, Leute. Wir haben 25 Kläppchen. Guck mal, ich hebe die 24 hoch und da habe ich eine 25. Yay! Klar, die freut sich und feiert eine kleine Party. Okay, wir gucken jetzt mal rein. Weil wenn das jetzt das letzte Kläppchen gewesen wäre, wäre ich auf die Barrikaden gegangen und hätte sehr wahrscheinlich nichts Gutes über diesen Adventskalender zu erzählen gehabt. Denn in der 24 haben wir von Psychic Sisters, was glaube ich sackenteuer ist, ein Gua Sha Stein. Ja, sie hatten am Anfang der Adventskalender-Unboxing-Zeit mich noch nicht so eingeholt, wie sie es jetzt haben. Also ich habe jetzt so viele Gua Sha Steine in den letzten Tagen in meinen Händen gehalten. Der Wahnsinn. Ja, ist ein gutes Produkt. Kannst du auch super zusammen hier mit dem, ne, mit der Nummer 2 verwenden. Deswegen ergibt es durchaus Sinn, dass der damit dabei ist. Ja, ne, aber ich glaube, es gibt wenig Leute auf diesem Planeten, die tatsächlich noch keinen Gua Sha Stein haben. Ja, okay. Aber wir haben noch eine 25. An Heiligabend dürfen wir also quasi noch ein bisschen Skincare machen und uns dann darauf freuen, dass wir in der 25 ein Produkt drin haben, worüber wir uns hoffentlich hart freuen werden. Don't forget to scan to win 200 Pfund. Oh, du kannst irgendwas dann noch hinten am Adventskalender scannen, um 200 Pfund zu gewinnen. Das ist natürlich irgendwie nett, weil wenn ich mir halt, ich komme gleich zum Fazit, ich habe hier 110 Euro für ausgegeben, da will ich auch ordentlich hier was sehen, ne? Ach, guck mal, von Charlotte Tilbury, das ist doch schon mal nett. Pillow Talk Dreams Luxury Palette, Color Coded Eyeshadows. Das ist Pillow Talk Dreams. Habe ich die nicht schon? Muss ich gerade hart überlegen, muss ich mal gucken, wie die so aussieht. Nee, ich glaube nicht. Die ist wirklich schön. Also darüber freut man sich. Und ich glaube, so eine kleine Palette hat allein schon Wert von 55 Tacken. Ne? Also das ist halt schon krass, das jetzt nochmal im letzten Kläppchen drin zu haben. Die ist wunderschön. Da muss ich gleich nochmal ein bisschen bei mir in der Sammlung stöbern, ob ich die nicht schon habe. Ansonsten finde ich das großartig. Also das entschädigt schon so ein bisschen, weil teilweise habe ich auch hier zwischendrin gedacht, naja, komm, haut raus. Kleine Produktchen, ne, für 110 Euro und ein Scrunchie mit dabei. Aber letztendlich ist es, glaube ich, schon eine ganz geile Kiste geworden, oder? Spectacular, spectacular. Wir haben großartige Marken in diesem Adventskalender und es sind schon coole Sachen drin. Ich muss aber auch einfach sagen, dass ich den ASOS Adventskalender auch für mich persönlich immer mit dem von Sephora, mit Look Fantastic und so verglichen habe. Und ich finde, dass sowohl der von Sephora als auch der von Look Fantastic den hier toppen, obwohl die beiden günstiger sind. Ne? Also bei Look Fantastic könnt ihr ja als Abonnent den schon mal günstiger haben und ihr könnt auch mit Claudie Bell zum Beispiel, also mit meinem Code, der nicht affiliated ist, 10 Euro drauf sparen, sodass der 105 kostet, ist dann 5 Euro günstiger als dieser hier, aber immerhin.
Hierauf gibt es aber auch ab und an mal Rabatte. Also man muss selber einfach für sich entscheiden, was ist der Inhalt, was macht für mich mehr Sinn. Das ist sowieso der Sinn meiner Unboxing-Videos. Ne? Ich blende euch ja auch immer die Preise ein und hier auch gerade den Gesamtwert von dem Adventskalender. Er ist schon gut gestaltet. Drei Gesichtscremes ist schon ne, interessant. Eine Lidschattenpalette am Ende finde ich großartig. Gua Sha Stein hätte für mich nicht sein müssen. Da hätte gerne was anderes drin sein können, wie zum Beispiel ein klassischer Lippenstift oder eine Mascara zum Beispiel. Hätte ich hart gefeiert. Die Marken, die hier drin sind, waren größtenteils absehbar, aber gut. Also schon, ne? Also die Sachen, die hier drin sind, sind durchaus brauchbar. Du hast hier keinen Tralafitti mit dabei und das finde ich ehrlich gesagt eigentlich ganz gut. Du hast hier auch eine schöne Gesichtspflegeroutine mit dabei, ein bisschen was für den Körper auch enthalten, eine Kerze, was ich immer schön finde und ein Hauch dekorative Kosmetik, was meiner Meinung nach deutlich mehr sein sollte, aber it is what it is. Ja, und jetzt habe ich ihn einfach mal für euch ausgepackt, ne? Was meint er? Ist das was? Ich finde den eigentlich schon ganz gut, aber ich fand ihn damals irgendwie hat er mich mehr in seinen Bann gezogen, ne? Ja, ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich persönlich finde definitiv, dass hier die 25 auch das Highlight des Adventskalenders ist. Jo. Bin aber auch auf eure Meinung gespannt. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.